zijn hier van die Orada met Abe Harder van Bolivia. En Abe, veelmaals doe je met me weer aan het programma. Dan weet je dat toen mijn tweede bevrijde leven schijnmerken, dan moet de gemeenschap zijn dat je kan opstaan, einer met anderen vertalen, zogar van de eerste eigen partner vertalen, maar niemals vergelijken. Niemals proberen de nieuwe partner met oude partner te vergelijken. Maar van daar heb ik nog andere verhaal. Nu zijn je al 25 jaar, meest 25 jaar bevrijd. Kommt es von der und der Acht darauf an, dass die noch mal verknüpfen? Verknüpfen nicht. Dort kommt nicht im Betrag. Aber da wird es noch mal aneinig sein, ja. Dort sagen wir noch mal. Und was tue ich dann damit? Na dann, mit ganz abrechtig ans Dursaten und dort durchreden. Keinmal ob es dann weicht, dort wie einer den anderen raufdrecken oder Tenuschmerken oder ein so was. Aber leider, dort wie Bad weiten, wir haben ein Problem, wo wir Bad anschaffen. Wir schaffen nicht jeden einen den anderen. Mhm. Wir schaffen an das Problem, was wir haben. Und dann versuchen wir das Problem mit dem Stich zu reden, sodass wir weiter können, an Einigkeit wiederkommen. Ein anderer wird gesagt, wenn wir uns uneinig sind, der Partner ist nicht das Problem, aber der Punkt, wo wir uns uneinig sind, ist das Problem. So wenn einer Dr. Pepper will und andere will Coke, dann ist dort das Problem, nicht einer der anderen. Ja, und dann geben wir den bloß taupen, dann trinken wir Bad. Dann trinken wir Bad. Also wo immer du dich da befindest in dem befriedeten Leben, oder vielleicht wirst du dich befrieren. Würde ich dir mal zu sprechen, nimm diesen Rut auch an. Wenn du in deinem eigenen Partner uneinig worden, denk daran, dein Partner ist nicht dein Feind. Du hast ein Problem, vielleicht möchtest du dich handeln, aber dein Partner ist einfach dein Partner. Ich bin Henry Redekamp für die Karte und Achtung.